Dann fangen wir damit an, darüber zu reden, mit dem Parteichef der CDU, Friedrich Merz. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Wir sind fast gar nicht zu Ihnen gekommen. Schönen guten Abend, Herr Merz. So, Sie sind jetzt, wir haben es nachgerendet, fast 9 Monate sind Sie jetzt Parteichef. Und Sie haben gesagt damals, die Partei erwartet jetzt starke Führung und klaren Kurs. Haben Sie geliefert? Also das Jahr 2022 geht nicht so schlecht zu Ende für uns. Wir haben in den Landtagswahlen verloren und gewonnen. Wir haben unsere Rolle als Opposition im Deutschen Bundestag angenommen, füllen sie, glaube ich, auch ganz gut aus. Und man muss nicht jeden Tag nach Umfragen gehen, aber wenn Sie die Umfragen in der Bundespolitik sehen, dann sind wir stabil, deutlich vor den Sozialdemokraten, deutlich vor der FDP, vor den Grünen, vor der FDP ohnehin. Also ich bin mit dem Ja zufrieden, aber mit der Lage insgesamt natürlich nicht. Da ist Luft nach oben. So, dann gucken wir uns die Luft an und wo sie fehlt. Niedersachsen, das schlechteste Ergebnis der CDU seit 1955. Und Sie haben gesagt, in der Wahl, also beim Wahlkampf zuletzt, Ihre Zweitstimme für die CDU in Niedersachsen ist auch eine Stimme für die CDU Deutschlands. Da muss man jetzt einfach mal sagen, die Stimme ist nicht gekommen. Das ist nur halbrichtig, wenn ich mir erlauben darf, das zu sagen. Bei Landtagswahlen stimmt das. Aber wir haben ein deutlich besseres Ergebnis in Niedersachsen bekommen als bei der letzten Bundestagswahl. Deutlich besser. Deutlich schlechter und, als bei der letzten Landtagswahl? Ja, aber das ist eine Landtagswahl und Sie vergleichen jetzt Landtagswahl mit Landtagswahl. Und das war völlig richtig. Und nur das schlechteste Wahlergebnis seit 1959 stimmt insofern nicht, als wir bei der Bundestagswahl ein schlechteres noch hatten. So, das heißt, wir stehen in Niedersachsen mit dieser Landtagswahl besser da als mit der Bundestagswahl. Ja, aber das ist ja jetzt der Maßstab sich gesucht, wo man ihn gut findet. Nein, ich bin auch mit Herrn Schwennecke völlig einig, als er eben gesagt hat, Landtagswahlen sind Landtagswahlen. Mhm. Und Sie haben Ihre eigenen Gesetze. Natürlich habe ich mich eingesetzt in diesen Landtagswahlen. Ich hoffe, es hat nicht geschadet. Und wir müssen schauen, dass wir jetzt auch in der Bundespolitik weiterkommen. Und da haben wir in der Tat noch viel Arbeit vor uns. Aber das war genauso vorgesehen. Nach 9 Monaten können Sie nicht erwarten, dass eine Partei mit einem neuen Vorsitzenden sich völlig neu aufgestellt hat. Das braucht Zeit. Ich messe Sie natürlich nur an Ihren eigenen Erwartungen. Und Sie haben gesagt, diese Landtagswahl ist auch sozusagen eine Abstimmung über die Ampel in Berlin. Und Sie haben gesagt, die Zweitstimme ist eben auch eine für die CDU Deutschlands. Und gemessen daran ist es eben nicht gut gelaufen. Das stimmt. Ich hätte mir das anders vorstellen können, aber diese Landtagswahl, und ich war nun sehr viel in Niedersachsen unterwegs, in dieser Landtagswahl ging es vor allem um die beiden Kandidaten um das Amt des Ministerpräsidenten. Und es ist nicht eine Abstimmung geworden über die Bundesregierung. Und das hat Herr Weil auch ganz gezielt und sehr geschickt vermieden. Er hat einen relativ großen Abstand genommen von der Bundespartei und von dem Bundeskanzler. Das hat übrigens der Spitzenkandidat der SPD Nordrhein-Westfalen im Mai anders gemacht und hat dafür die Quittung bekommen. Wir gucken mal auf auf etwas, was wir gesehen haben, was bei dieser Landtagswahl passiert ist. Das ist die Wählerwanderung der CDU. Sie haben ja mal gesagt, Sie sind angetreten, um die AfD zu halbieren. Sie ist jetzt in dieser Landtagswahl verdoppelt worden und einen großen Teil der Wähler, die kam eben von der CDU. Also 40.000, die von der CDU zur AfD gegangen sind und die den Anteil deshalb unter anderem verdoppeln konnte, haben Sie zuletzt auch mit Ihrem Wort des Sozialtourismus gemünzt auf die ukrainischen Flüchtlinge letztlich Werbung gemacht für das Original, Nein. das dann gewählt wurde. Frau Maischberger, da widerspreche ich Ihnen. Zum einen, das Thema hat im Wahlkampf auch nach übereinstimmender Auskunft aller Wahlkämpfer keine Rolle gespielt. Und zu dieser Statistik würde ich gerne bei Ihnen eingeblendet sehen eine zweite, woher die AfD denn sonst noch ihre Wähler bekommen hat. So, und da werden Sie feststellen, dass von der SPD und von der FDP mehr Wähler zur AfD gegangen sind als von uns. Da ich zusammengenommen. SPD und FDP zusammen haben mehr Wähler an die AfD verloren als die CDU. Ja, und aber deswegen, zusammen. Und Sie haben gerade jetzt, weil ich jetzt Sie vor mir sitzen habe, würde ich gerne über die CDU reden, wenn Sie das gestatten. Und die Frage stellen, ob sozusagen die Setzung des Themas Sozialtourismus auch dazu geführt hat, dass eben die AfD da gewonnen hat. Nein, das sagen alle übereinstimmend, dass das nicht der Fall ist. Auch nicht mein Eindruck. Es hat auch in meinen Veranstaltungen keine Rolle gespielt.
Und dieses AfD-Problem ist nicht ein Problem der Union allein. Das ist ein Problem von allen. Es ist ein Problem für ganz Deutschland. Leider wieder mittlerweile ein größeres Problem auch im Westen. Immer schon ein relativ großes Problem im Osten. Und ich werde keinen Versuch machen, irgendwo die AfD zu kopieren, um von der AfD Wähler zurückzugewinnen. Genau. Warum haben Sie dann von Sozialtourismus geredet? Das habe ich erklärt, in Hinblick auf die ukrainischen Flüchtlinge. Das habe ich erklärt. Ich habe auch deutlich gesagt, Frau Marschberger, mehrfach, wiederhole es auch gerne hier nochmal, dass dieser Zusammenhang falsch war. Aber dieses Thema ist nicht das eigentliche Thema, um das es geht, sondern wir müssen schauen, dass wir Lösungen hinbekommen. Die Menschen in Deutschland haben Angst, auch vor den Energiepreisen. Sie haben Angst vor Insolvenzen. Die privaten Haushalte stecken zum Teil in einer sehr schwierigen Lage. Und über diese Themen müssen wir reden. Und da bin ich auch selbstbewusst genug zu sagen, wir haben schon im Frühjahr der Koalition, auch der deutschen Öffentlichkeit, Vorschläge gemacht, wie man diese Probleme mit den hohen Energiepreisen lösen soll. Kommen wir sofort dazu. Das Thema haben Sie einfach gesetzt. Deswegen nehme ich Sie jetzt auch eben für voll und rede über diesen Sozialtourismus, den Sie ja im Wort zurückgenommen haben, was die ukrainischen Flüchtlinge angeht, aber nicht in der Sache. Sie sagen, dass das deutsche Sozialsystem einen zu großen Anreiz für Flüchtlinge schafft. Und da jetzt ist die Frage, wenn es denn so ist, dass für die ukrainischen Flüchtlinge eine besondere Regelung gilt, nämlich dass sie sofort in den Bezug eben von Hartz IV kommen, ist das falsch? Sollen die wie alle anderen Kriegsflüchtlinge auch Asyl ist eine Diskussion durch? Gewesen, die wir schon im Frühjahr hatten. Ja. Da hat es auch große Teile der Koalition gegeben. Da gibt es Ministerpräsidenten der Länder, die sagen, gibt Oberbürgermeister, Landräte, die übereinstimmend sagen, die sogenannten Pull-Faktoren sind zu groß. Und das gilt vor allem für Flüchtlinge, die wir jetzt wieder stark einsteigend sehen über die sogenannte Balkanroute. Wir werden in diesem Jahr wahrscheinlich die höchste Zahl an zusätzlichen Asylbewerbern haben, jenseits der Flüchtlinge aus der Ukraine, die über diese Balkanroute kommen. Und die Zahlen sind so hoch, dass wir damit rechnen müssen, dass sie insgesamt im Jahr 2022 höher werden als im Jahr 2016. So, und da erlauben wir uns, auf dieses Problem hinzuweisen und auch zu sagen, dass wir hier möglicherweise unseren Staat einfach überfordern. Und das finde ich, ist eine legitime Aufgabe auch einer politischen Partei, das zu sagen. Das Bundesinnenministerium hat eine Studie herausgegeben und gesagt, die Pull-Faktoren an sich, also diese Anreize, die Sie sehen, die sind so nicht nachzuweisen, gerade eben nicht bei diesen ukrainischen Flüchtlingen, auf die es ja bezogen war, weil die Entscheidungen, dass die nach Hartz IV gehen, gekommen sind und dann ging erstmal die Zahl zurück. Trotzdem nochmal die Frage. Sind Sie dafür, dass auch die ukrainischen Flüchtlinge wie andere Kriegsflüchtlinge auch erst einmal Asyl beantragen sollen, bevor sie Leistungen bekommen? Es geht nicht um den Antrag auf Asyl, sondern es geht um die Frage, nach welchem Rechtskreis werden sie bezahlt. Gibt es zwei. Wir haben in Deutschland das Asylbewerberleistungsgesetz und wir haben in Deutschland Arbeitslosengeld II, also im Volksmund Hartz IV. Ja. Und die Frage ist halt, wie bezahlt man Flüchtlinge ganz allgemein, die zu uns kommen? Mhm. Bei der Ukraine ist die Entscheidung getroffen, die jetzt in Frage zu stellen ist sinnlos. Tue ich auch nicht. Ich sage nur für das ist das erste Mal, dass die Entscheidung der Bundesregierung mal nicht in Frage stellt. Also das ist eine Entscheidung nicht nur der Bundesregierung, sondern auch der Ministerpräsidenten des Bundesrates. Das macht doch keinen Sinn, jetzt darüber zu diskutieren, was im Frühjahr entschieden worden ist. So, wir reden jetzt über die Frage, wie wir die Flüchtlinge behandeln, die jetzt noch zusätzlich zu uns kommen. Ja. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass das Asylbewerberleistungsgesetz die richtige Rechtsgrundlage, der richtige Rechtskreis ist, so sprechen wir darüber, und nicht die Hartz-IV-Regeln. Schon gar nicht mal das, was jetzt noch mit dem sogenannten Bürgergeld geplant wird, dann wird es noch schwieriger. Und zwar auch für die ukrainischen Flüchtlinge, die jetzt kommen. Ja, Sie sind immer bei den ukrainischen Flüchtlingen. Ich sag mal, wir sprechen jetzt über die Flüchtlinge. Nein, es ist nicht die größte Gruppe. Aus der Ukraine kommen kaum noch Flüchtlinge. Mhm. Diejenigen, die hier sind, gehen sogar zum Teil zurück. Sie wollen ja auch so schnell wie möglich zurück. Wir sprechen jetzt über die Asylbewerber, die vor allem über die Balkanroute, die über Österreich, über Tschechien nach Deutschland kommen. Und das ist ein Problem. Okay, und was schlagen Sie vor? Asylbewerberleistungsgesetz. Für alle. Wie haben Sie das gesehen, das ist noch eine Geschichte aus der Niedersachsenwahl, eine Erhebung, die zeigt, wie die politische Arbeit bewertet wird, die Sie machen im Vergleich zu Ihrer Vorgängerin als Parteichefin Angela Merkel. Da sieht man Angela Merkel, das ist jetzt wieder Niedersachsenwahl 2017. Die politische Arbeit wird mit einer Zufriedenheit von 62% beantwortet. Bei Ihnen sind es 28%. Ja, aber jetzt kommen wir zur Programmatik der CDU. Was, glauben Sie, könnten Sie von der Parteichefin Angela Merkel lernen? Also mit Verlaub, Frau Maischberger, ich finde, dieser Vergleich ist nicht fair. Sie vergleichen hier das Jahr 2017
als Angela Merkel noch im Amt als Bundeskanzlerin war. Und Parteichef. Und Sie vergleichen mich im Jahr 2022 als Oppositionsführer. Und das ist etwas völlig anderes. Das sind zwei völlig verschiedene Rollen. In Deutschland hat ein Amtsinhaber, jedenfalls im Normalfall, und bei Angela Merkel war es der Normalfall, als Bundeskanzler immer eine sehr hohe Reputation in der Öffentlichkeit. Pointing. Ein Oppositionsführer selten. Ja. Und insofern muss ich Ihnen ehrlich sagen, also das ist hier wirklich Äpfel mit Birnen verglichen. Gut. Lassen wir die Äpfel und Birnen, point taken. Und trotzdem die Frage, was könnten Sie von Angela Merkel lernen, programmatisch? Programmatisch fällt mir jetzt so ganz viel nicht ein. Pragmatisches Regierungshandeln, ja. Mhm. Aber ich habe die CDU in der Opposition übernommen. Und in der Opposition muss man sich erneuern. Und die Erneuerung der CDU hat angefangen. Ich habe immer gesagt, das ist ein Langstreckenlauf, kein Kurzstreckenlauf. Und Sie haben es eben gerade selber gesagt, ich bin jetzt gerade 9 Monate im Amt. Mhm. Das ist eine kurze Zeit. Wir haben einen Erneuerungsprozess in der Union begonnen. Ich habe übrigens Präsidium und Bundesvorstand bereits in der Zusammensetzung so verändern können, dass der höchste Anteil an Frauen dabei ist, den wir jemals hatten. Mhm. Auch ohne Quote übrigens. Das ist vorher schon gelungen. Und wir sind jetzt dabei, in ein neues Grundsatzprogramm wirklich viel Zeit und Energie zu investieren. Das werden wir 2024 verabschieden. Wir brauchen Zeit. Geben Sie uns eine Idee, wo es hingehen könnte. Ja. Also Angela Merkel zum Beispiel hatte eine Willkommenskultur bei den Flüchtlingen, war aber gegen die Frauenquote bei der CDU. Bei Ihnen ist es umgekehrt. Ja, also diese Frauenquote, wenn Sie mal genau hinschauen, wir haben eine kleine Änderung in unserer Satzung vorgenommen, sodass, wenn Frauen kandidieren, sie eine gewisse Präferenz haben, dass sie auch gewählt werden. Das ist keine echte Quote. Sie sind gar nicht für Frauen. Ich bin sehr dafür. Deswegen habe ich Ihnen ja gerade gesagt, dass ich im Vorstand das schon geändert habe. Ich versuche das auch in der Partei wie in der Fraktion hinzubekommen, aber das geht nicht über Nacht. Mhm. Das können Sie auch nicht befehlen, sondern das muss wachsen, das muss gewählt werden und wir müssen vor allen Dingen an den Themen arbeiten. Und bei den Themen will ich Ihnen eine Frage gerne beantworten. Wir müssen, und ich bin auch entschlossen dazu, das durchzusetzen, dazu kommen, dass wir in unserem Land wieder ein bisschen mehr Eigenverantwortung bereit sind zu übernehmen. Wir werden uns von diesem Gedanken lösen müssen, dass der Staat alles machen kann, alles bezahlen kann, alles lösen kann. Das gilt jetzt für die Energiekrise, das ist ja auch Teil der Diskussion, die wir mit der Bundesregierung haben. Das gilt aber auch für unseren Sozialstaat und seine Zukunft. Ohne Eigenverantwortung, ohne auch Freude an der Eigenverantwortung, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, wird es nicht gehen. Und das wird ein wesentlicher Teil unserer Arbeit sein. Gut, dann gucken wir das Programm 2024, haben Sie gesagt. Wir können auch vorher schon drüber sprechen. Das machen wir sehr transparent und das wird ein Prozess sein. Ein paar Satzvervollständigungen, wenn Sie mir das erlauben. Die Massenpflicht in Nah- und Fernverkehr? Ist lästig und hoffentlich bald überflüssig. Dass jetzt eine Frau CDU-Vorsitzende in Niedersachsen werden sollte? Könnte eine gute Idee sein. Dass Markus Söder der beliebteste Politiker Deutschlands ist? Ist für einen bayerischen Ministerpräsident eine Auszeichnung. Dass Deutschland russische Deserteure aufnehmen sollte? Im Einzelfall ja, im Regelfall schwierig. Das letzte Mal mit Olaf Scholz gesprochen habe ich? Telefoniert in der letzten Woche. Fracking in Deutschland? Ist eine Option. Und die Laufzeit der deutschen Atomkraftwerke sollte verlängert werden bis? So wie Greta Thunberg das auch sieht, mindestens Ende 2024. Sie hat kein Datum genannt? Immerhin, sie hat es offen gelassen. Ich weiß es, weil ich das Interview geführt habe. Sie hat es offen gelassen. Morgen ausgestrahlt. Also da bin ich sogar restriktiver wahrscheinlich als Greta Thunberg. Also bis Ende 2024 halte ich für unverzichtbar. Übrigens die ganze Diskussion über Gaspreisbremse und Strompreisbremse. Wenn vor der Klammer die Ausweitung des Angebotes stehen würde, wäre das Problem kleiner. Mhm. Wie oft haben Sie Greta Thunberg zugestimmt sonst? Nicht sehr häufig, aber in diesem Falle gern. Mhm. Sie haben am 25.02. gesagt, Frieden und Freiheit in der Welt sind wichtiger als die Wirtschaft. Würden Sie diesen Satz heute noch mal wiederholen? Ja, ich würde ihn sogar noch mal so formulieren, wie Kaja Kallas, die Ministerpräsidentin von Estland, es vor einiger Zeit in einer deutschen Zeitung gesagt hat, mit dem schönen Satz, Energie mag teurer werden, aber Freiheit ist unbezahlbar. Finde ich einen wunderbaren Satz. Es gibt jemand wie den Ministerpräsidenten in Sachsen, Michael Kretschmer, der würde es vermutlich etwas anders formulieren, weil er sagt, wir sind einfach in einer Situation, in der das, was die Energiepreise jetzt sind, unsere Wirtschaft und auch die Verbraucher zu stark belastet. Lasst uns bitte, er hat es einfrieren genannt, diesen Krieg, diesen Zustand einfrieren und zurückkommen zu einem Handel dann auch. Das sehen Sie anders? Michael Kretschmer hat das auch in einem Interview heute noch mal klargestellt, dass für ihn außer Frage steht, dass die territoriale Integrität der Ukraine wiederhergestellt werden muss. Er hat diesen Krieg als völkerrechtswidrigen Angriffskrieg bezeichnet.
Wir diskutieren an einem Thema durchaus mit unterschiedlichem Blickwinkel. Die Frage ist, brauchen wir noch russisches Gas, ja oder nein? Michael Kretschmer sagt, wir werden das wieder brauchen. Ich sage, wir sollten uns unabhängig davon machen. Und an der Stelle haben wir eine Diskussion in der CDU, die finde ich, und ich muss Ihnen auch ehrlich sagen, Michael Kretschmer ist einer meiner Stellvertreter, auch dem ich wirklich freundschaftlich verbunden bin. Ich schätze ihn sehr. An dieser Stelle haben wir eine unterschiedliche Einschätzung, aber das halten wir aus. Die Gasunabhängigkeit ist ja jetzt noch nicht da. Deswegen streiten wir ja darüber, wie schaffen wir das, dass es bezahlbar bleibt für die Unternehmen, ja, für die Verbraucher. Es gibt jetzt den Vorschlag der Gaskommission. Der liegt jetzt vor mit dem Zwei-Stufen-Modell, der ersten Abschlagzahlung im Dezember und dann die Bremse, die im März kommt. Sie lachen schon, ja, weil Sie es ja auch gut finden. Nein, doch, ich sag mal so, es ist reichlich spät. Es ist ein bisschen, es wird ziemlich viel Unfrieden auslösen. Ich will nur mal noch mal das Beispiel nehmen. Wir haben ungefähr 50% der Haushalte, die mit Gas heizen. Die andere Hälfte ist es nicht. Diejenigen, die mit Öl, mit Strom, die mit Pellets, mit anderen Formen auch der regenerativen Energien, Erdwärme heizen, sind alle auch betroffen von den massiven Preissteigerungen und bekommen im Augenblick kein Angebot. Das ist eben alles leider sehr spät. Und wir haben im Grunde diese Bundesregierung, ich muss Ihnen das so deutlich sagen, diese Bundesregierung hat 6 Monate Zeit vertan mit Streitereien. Und das hätten wir eigentlich anders verdient. Jetzt sagen Sie, es ist spät. Ist es denn trotzdem gut, das, was da vorliegt? Es ist in den Teilen vielleicht eine kleine Hilfe für die Betroffenen. Vor allen Dingen für die kleinen und mittleren Unternehmen muss schnell was getan werden, für die privaten Haushalte auch. Es wird nach meiner Einschätzung nicht reichen. Wir kommen so jedenfalls nicht über den Winter. Mhm. Was würden Sie denn machen, wenn Sie jetzt regieren? Wir müssten so schnell wie möglich, und das hätten wir eigentlich schon im Sommer tun müssen. Ich bin übrigens mit Markus Söder in Isar 2 in einem Kernkraftwerk gewesen im August. Wir haben der Bundesregierung damals schon angeboten, Sondersitzung des Bundestages, schnelle Änderung des Atomgesetzes. Wir brauchen diese 3 Kraftwerke, aber wir brauchen eben auch alle anderen Formen der Stromerzeugung. Da darf es an keiner Stelle jetzt irgendeine Restriktion geben. Das heißt, wie übrigens alle anderen Europäer das auch machen. Sie würden weiterlaufen lassen, die Atomkraftwerke, das habe ich verstanden, ja, und Kohlekraftwerke. Alle hochfahren. Wir brauchen jetzt wirklich jedes Angebot, das da ist, um den Strompreis zu senken. Habeck hat ja bis in den Sommer hinein behauptet, wir hätten kein Stromproblem, sondern nur ein Gasproblem. Hat er Gott sei Dank eingesehen, dass das falsch ist. Wir müssen jetzt wirklich jede Form der Energieerzeugung nutzen, die wir haben. Sonst kommen wir nicht gut über den Winter. Auf der anderen Seite sind die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, die beziehen sich auf das, was Deutschland tut in dieser Kriegssituation. Es gab ein Telefonat von Olaf Scholz mit Zelensky nach eben diesen unglaublichen Angriffen auf die Städte in der Ukraine. Halten Sie es jetzt für den richtigen Weg, mehr zu liefern? Sie waren ja auch da immer dafür, viel zu liefern. Es gibt aber auch die Stimmen, die sagen, ihr seht ja, das bringt ja einfach nur Verderben und Tod. Wo stehen Sie da heute? Diese Einschätzung teile ich nicht, dass das nur Verderben und Tod bringt. Also dann ist die Alternative zu resignieren, dann ist die Alternative aufzugeben und zu sagen, wir überlassen die Ukraine der russischen Regierung. Dann macht er weiter. Wir haben immer gesagt und befinden uns damit übrigens in Übereinstimmung auch vieler Sicherheitskreise, vieler Partner in der Europäischen Union, die sagen, man muss dieser ukrainischen Regierung, dieser Armee helfen, damit sie militärisch den Erfolg erzielen kann, der da lautet, sie stoppen die russische Armee. Und das ist ihnen eindrucksvoll gelungen. Sie haben ja auch 6.000 Quadratkilometer Gelände, über 6.000 mittlerweile, zurückerobert. Das ist ja eine unglaubliche Leistung dieses Landes, dieser politischen Führung, auch dieser Streitkräfte, die wir alle nicht für möglich gehalten hätten. Die russische Armee ist viel schwächer als gedacht, schlecht ausgerüstet, schlecht motiviert, in die Uniform gezwungen. Die Vermutung ist, denen geht jetzt langsam die Munition aus. Ich habe das sichere Gefühl, die Ukraine kann diesen Krieg militärisch gewinnen. Was sagt Michael Kretschmer, wenn Sie ihm das so darlegen? Wir sind da gar nicht so weit auseinander. Er sagt eben nur, wir brauchen dieses verdammte Gas aus Russland. Und ich sage ihm, wir sollten alles versuchen, um davon unabhängig zu werden. Wir sind eher auf der Versorgungsseite mit Gas als auf der Konfliktseite. Da sagt er, du kannst Recht haben, aber du kannst dich auch täuschen. Ja, so ist das. Man kann Recht haben, aber man kann sich täuschen. Ich glaube nur, der bisherige Kriegsverlauf zeigt, dass die militärische Unterstützung der Ukraine richtig war. Und sie soll fortgesetzt werden. Das ist meine Meinung. Vielen Dank bis hierher. Friedrich Merz, schön, dass Sie da waren. Danke fürs Kommen. Vielen Dank.